Guti, machen wir noch ein halbes Stündchen. Ja, Nick, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja. Ein cooles Spiel, oder? Oder ein interessantes Spiel, nennen wir es mal so. Ja, also ich glaube, in der Gruppe ist es 1000 Mal besser als wir alleine. Ja, man kann es auch alleine spielen, das dauert halt noch. Aber macht auf jeden Fall. Ich finde es cool, also insgesamt. So, ich mag halt das Setting einmal, die Science Fiction. Ja. Aber halt auch die Geschichte mit dem, was du halt alles herstellen kannst. Ja, und es kommt halt auch immer wieder neuer Stuff hinzu. So, wir haben noch einen zweiten Constructor hier, Jolle. Sehr gut. Das ist so einer, der gleich alles macht. Ja, auch, das ist auch ein Hau doch mal den Schnellkonstruktor. alten ab. Wieso? Wir haben, Jona, einen anderen. den können wir für Erze nehmen. Ich wünsche euch was, meine Ja. Lieben. Viel Ja, Spaß war noch. schön, Danke dass du fürs da Mitnehmen, warst. gell? Gerne, jederzeit wieder. Ja, Hat das mich nächste Mal gefreut, bin ich dich sicher wieder kennengelernt zu haben. dabei. Ja. Freut mich. Dann, wenn ihr bei Nick vorbeischauen wollt, um 8 Uhr geht's weiter bei Nick auf seinem Kanal, Gdersnockerl, der Slash Roffel haut's gerade nochmal raus, kannst du ja nochmal ein paar Mal spammen. Lasst ihm mal ein Follow da, schaut's mal da rein. Wirklich sehr netter Stream. Immer nette Leute Dankeschön. dort. Und Metal Gear Solid spielt er zum Beispiel auf Hardcore. Also hat sich selber so eingestellt. Ohne Slow Motion und und. Also wirklich so aufs Maximum vom Schwersten, wie man es sich einstellen kann. Auch sehr interessant. Könnt ihr Metal Gear Solid gucken. Metal Gear Solid, kann man auch im Multiplayer irgendwie spielen oder ist es nur beschränkt auf diese Base-Gedöns? Man kann es nicht im Koop irgendwie spielen, oder? Es gibt einen Multiplayer jetzt, glaube ich, bald einmal, jetzt im Oktober. Ja, da könnten wir ja mal schauen, ob wir zusammen loslegen. Ich bin Ja, aber zwar nicht du so der hast es auf dem Profi. PC, gell? Ja. Achso, du hast nicht auf dem PC. Ja. Ich hab's auf der PS4. Tja. Ja, dann viel Spaß. Ich wünsche euch was. Schönen Um Abend 8 noch, gell? Uhr, dann schlaf gut. Bis Danke demnächst. vielmals. Auf Mach's gut. Wiedersehen. Schlaf gut. Ciao. Ciao, Jole. Ja, tschüss. Da ist er weg. So, dann machen Ah, wir noch ist er hier weg. so unten den die Schräge fertig. Ja, ich muss jetzt erstmal. Sorry, Herr aber. Innenblock, es gibt über Hammer. Innenblock, es gibt unterschiedliche Blocks. Das ist sehr schön. Mach Das du wusste ich mal, noch nicht. ich werde mal noch ein bisschen was jagen. Oder hast du nicht Hunger? Ich habe Hunger. Essen wäre gut, ja. Passt du mal. Bitte? Das passt immer. Jetzt habe ich schon den zweiten Triceratops. Oh ja, der hat gut Fleisch. Wir haben kaum noch, wir haben noch Eisenbahn. Ach, wir müssen die Metallplatten erst herstellen, genau. Ja, doch eh automatisch für dich. Ja, ich bin nur gerade, ich gucke jetzt, hier sind noch Metallplatten drin, dann kann ich sie herstellen. Wird schon wieder von so einer Blume hier verfolgt. Der ist viel schneller, der Advanced Constructor. Machst du Dark Souls 3? Mich interessiert, ich habe es auch angeboten bekommen. Das Problem ist nur, ich glaube, ich bin zu schlecht für das Spiel. Wobei, da gibt es Ja, einen du wächst da Multiplayer. rein. Du wächst da rein. Glaube mir. Ja, vielleicht Dauert muss nur ich ein mich doch bisschen. nochmal melden. Man stirbt halt sehr oft, aber das ist auch so gedacht vom Spielen. Okay. Lila, mach's gut. Normal. Also die Advanced Konstrukte, die Dinger sind echt der Hammer. Wie schnell die hier craften. Wirklich der Hammer. Rampe steil. Es Ich gibt habe auch. zu viele Pflanzenlichter gemacht. Ich wurde schon angemeckert. Echt? Ja, Wieso die hast du kosten gemacht? Energie und so. Also für 9 Felder braucht man eine Pflanzenlampe. Ja. Aber Hast weil du. wir so viel Stuff hatten, hatte ich, glaube ich, halt 5 gemacht. Oh, okay. Doch nicht so wild. Nö, Es heißt ja nicht, dass schon. wir sie auch benutzen. Das ist richtig. Dann werde ich hier angemeckert. Nein. Ein bisschen. Hallo, du heute auch, ja? Das Ich ist nie. doch auch. Ja, natürlich. So, wir machen jetzt hier die Rampe runter. Na, ich sehe es. Ich habe Fleisch besorgt. Das ist Der super. Herr. Vor dem Stream meint mir jetzt noch, ich bringe ihn zu Weißglut, so ungefähr. Nein, habe ich nicht gesagt. Habe ich Ja. gedacht. Warum eigentlich? Ich habe gar nichts gemacht. So. Ein Plasma. Kaffee wird schlecht.
So, was willst du denn haben? Wieder Salami? Nahrungswert 100, 100. Salami halt dann lang, so aber wir heben auch mal rohes Fleisch auf. Wir müssen vielleicht nochmal einen zweiten Kühlschrank machen. All dieweil. Wir sind hier schon unten, wunderbar. Dann langt es so. Man kann auch das Fleisch anderweitig umwandeln, also in Dosenfutter und so ein Kram. Also in Konserven und die halten dann länger und solche Sachen. Also man kann da noch mehr draus machen, außer nur die Würstchen oder das Rippchen und so weiter. Achso, ja. Ich auch noch raus. Rein. Hat aber echt Spaß gemacht heute. Ich finde es auch cool, das Spiel. So, wir müssen uns jetzt das Feld überlegen. Das machen wir am besten hinten raus. Jetzt trage ich hier, glaube ich, noch mal ein bisschen Decke ab. So, wir brauchen jetzt auch nicht mehr. So. Jetzt hat er bestimmt Blick noch relativ viel im Inventar, oder? Das weiß ich nicht. Nein, ich glaube nicht. Gute Nacht, Dragon Lord. Schlaf gut. Gerade das erste Mal Pulsar gezockt. Ja, das ist cool, das Pulsar. Macht auch Spaß. Das ist halt so ein Spiel, das kann man halt nicht alleine spielen. Das ist halt sehr schwierig allein. Leider. Also die Bots sind leider noch nicht so weit, dass sie einem da gut unterstützen. So, dann machen wir einen Gang am besten hier raus. So, in die Richtung müsste es gehen. Dann machen wir hier eins. Ups. Ups. Huch. Na? Ja, leck's mir am Arsch. Was ist denn jetzt los? Liebe Minjas so. Driftet heute ein wenig ab in seiner Sprache. Warten. So. Dauert noch ein bisschen mit den Konserven, ihr Lieben. Ja, wir brauchen Metallteile und. Was wir brauchen, sind Pflanzkübel. Das heißt, die kannst du in der Küche herstellen. Ich würde mir hier erstmal ganz viele Salamis hinterdrücken. Ich würde halb verhungern. Und man kann sich ja hier wirklich tot essen. Ist ja unfassbar, wie viel man verbraucht. Wieder verbraucht. Ach komm, was soll's. So eingesogen. Noch die. Oh, das hat noch gereicht. Ist auch noch eine Salami, wie man ja ist. Ja, eine würde ich noch nehmen. Bist du echt voll? Ich meine, ich könnte richtig. Nee, ich habe drei, die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, aber. Okay, warte mal. Da nimm mal und da noch eine. Danke. Pflanzkübel? Muss mal gucken. Ich stell mir das gerade so vor, wie ich dich mit den Salamis bewerf, so nimm. Da ist noch eine. Zack. Gimli, mach's gut. Schlaf gut. Schönen Sonntag. Wenn du jetzt Pflanzkübel anbringst, würde ich hier Platz schaffen. Was für Pflanzkübel? Nee, wo wir die Pflanzen reinpacken. Ja, muss ich die machen, oder? Ja, so, ja. Also wir haben zwei Stück, glaube ich, mitgehabt. Die liegen, glaube ich, in der Kiste oben. Nee, die sind jetzt hier drin. Hier, ja, Pflanzenbeet. Genau. Und herstellen tust du, wir brauchen einen Generator, der Wasser herstellt. Muss mal gucken. Es gibt einen. Ja. Es gibt einen Generator, der so. Ich weiß nicht, gefiltertes Wasser herstellt oder so. Nahrung, nee, Kühlschrank 2. Erste Hilfe, Scheinwerfer. Verlost du irgendwann im Stream einen Key für 7 Days to Die? Ja, wenn es die Alpha 13 hat, wir machen wieder einen Livestream, gibt es wieder einen Key zu gewinnen. Das habe ich jetzt eigentlich fast jeden Stream gemacht, wenn es eine neue Version gab. Gibt es zumindest einen 7 Days to Die Key. Ich muss ja sagen, ich zahle ja die Keys nicht. Also bei 7 Days to Die schon, die kaufe ich immer. Aber jetzt zum Beispiel heute Abend die Keys für Imperium, die haben uns ja den Entwickler zur Verfügung gestellt. Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal, falls ihr das sehen solltet. Danke. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, auch mal zwei, drei Keys rauszuhauen, ne? Das geht schon. Wenn ich 7 Days to Die jetzt habe, da kaufe ich natürlich jetzt nicht gleich 4, 5 Keys. Weiß nicht, wo dieses Ding hier ist oder wie das heißt. Gibt es andere Generatoren? Muss mir mal helfen. Wassergenerator, hier, meinst du das? Genau.
Der sieht so aus, so ein bisschen hochkant, mehr wie so ein Stromaggregat oder sowas. Irgendwie schon, wie aus den 80ern. Ja, ja, genau. hab das Ding. Wann kommen Kies? Wann kommen die Kies? Was meinst du für Kies? Wann kommen wie was? So, heute haben wir kein Key mehr. Das haben wir über den Lauf des Abends verlost. Und das ist auch nicht die Regel bei mir. Also ich habe jetzt nur... Das sind die Rampen, deswegen sind sie so wellig. Kann man denn hier noch weitere Pflanzenbeete bauen? Hier, an der Küche. An der Küche. Du musst erstmal diesen Wassergenerator bauen, dass dieser Wassergenerator Wasser herstellt. Den habe ich in der Hand. Den mit Strom draußen ins Wasser setzen. Am besten neben den anderen. Strom? Wo kriege ich denn Strom her? Gute Nacht, Blendturm. Schön, dass du da warst. Schlaf gut. Schönen Sonntag. Neben den anderen. So. So, dann brauchen wir Crushed Stone. Können wir eigentlich hier reinmachen. Ach, ich muss dann Strom da... Ach, durch diese Kraftzellen. Ja, okay. Ja. Mhm. Langsam raff ich dieses System hier. Aber der Kühlschrank funktioniert ohne Strom, oder? Nein, er wird ja durch die Station gepowert. Ach, alles was hier drauf ist, ist dann auch... Ja, ja, alles was auf der Plattform ist, alles was verbunden mit der Plattform. Deswegen, also wir können bis vor die Tür, deswegen funktioniert der Wumsi da oben. Weil die hier oben dran geflanscht ist, da oben. An das Geschütz. Die müsste eigentlich noch höher, aber... Wow, wir haben viel Wasser. Oh, okay. Ja, ich. Was? Wenn du da einfach so rumplanscht, hat man doch Angstzustände. Entschuldigung. So, Pflanzenlichter brauchen wir, das packe ich zu. Pflanzenlichter brauchen wir nicht viele. Also da brauchen wir, wie gesagt, für 9 Felder. Also man kann immer eins in die Mitte setzen und die strahlen in jede Richtung. Ja, Turon Verdata, schlaf gut. Schön, dass du dabei warst. Schönen Sonntag. Entschuldigung, ja, was? Ja, gute Nacht an alle, die gehen. Immer der Fall. Oh Gott, ich hätte. Pflanzenkübel kochen. Ja. So. Brauchen denn. Ach, die brauchen diese Fiber. Gut, dass wir davon welche schon haben. Ich werde jetzt mal hier eine Wand einziehen, glaube ich. Nährlösung. Wir brauchen noch irgendeine Nährlösung. Die wird hergestellt. Die Stahlplatten. Die Nährlösung wird hergestellt. Mhm. Warte mal, das langt nicht, gell? Obwohl ein Sauerstofftank, ein Energietank würde langen. Das geht dann hier runter. Genau, dann können wir dich hier hinsetzen. Nährlösung. Also... Da musste, da brauchen wir zum Beispiel das verschimmelte Essen für. Also er zeigt zum Beispiel nicht an, dass wir jetzt diesen Generator unbedingt gebraucht haben. Was für ein Generator? Den ich ja hingepappt habe draußen. Was ist denn die Nährlösung? Die gibt's die hier? Ratatouille. Kürbiskeks. Na, du kannst richtig... Ach, da ist Nährlösung. Ach, dafür brauchen wir eben das gereinigte Wasser. Ja, schön, dass du das jetzt sagst. Gesteinsmehl. Verdorbene Lebensmittel, dann packen wir die auch gleich rein. Wo kriegen wir denn Gesteinsmehl her? Hab ich schon. Hab ich hergestellt. Packen wir gleich rein in die Küche. Ganz linken, meine ich. Aber mal hier habe ich auch nochmal Gesteinsmehl. Packe ich gleich in die Küche rein. Moment. Ich wollte nur die eine Tür rausnehmen. So, jetzt. Und Metallplatten brauchen wir irgendwie noch, oder? Meine... Hab ich schon alles drüben. So, ist alles drin? Ja, vorbildlich. So. Ich habe jetzt hier einen kleinen Raum gebaut, dass es geschützt ist, dass man hier, wenn man mal schießt, aus Versehen... So. Bin nicht erwischt, ja. Ich würde nur hier einen großen Tank reinbauen, damit er doppelt so hoch ist. Ich glaube, das mache ich auch. Das werde ich jetzt gerade mal umbauen, noch zum Schluss. Macht Jorla auch ein Let's Play von diesem Spiel? Nee. Ich habe
aber genug anderes noch auf meinem Kanal. Sonst würde ich das. Ich schaffe das einfach alles nicht. Ich bin a little bit too much. Was ist denn der hohe Sauerstofftank, verdammte Axt? Da. So, ich werde jetzt mal den einen hier ersetzen. Was ist das jetzt hier für ein Ding? Advanced Constructor. Was macht das denn? Ja, das ist der gleiche wie der linke. Das ist der schnelle. Aus. Ach nee, den habe ich gedreht, einfach nur. Was Sachen. Halloween ist ein genannter Termin für die Alpha 13. Wann ist denn Halloween? 31. Diesen Monats? Immer der 31. Oktober ist Halloween. Das ist doch super. Dann wissen wir es. Morgen, Minjas. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Halloween. Ich mag kein Halloween. Ja, es ist halt amerikanisch. Jo. So. Komm, gib mir den großen Tank, den machen wir noch rein. Ich bin gerade dabei, jetzt Nährlösung zu machen. Die ja übrigens nur Lösung heißt. Lohnt es sich, 7 Days to Die zu holen, wenn man niemanden hat, mit dem man spielen kann? Absolut. Definitiv. Ich würde 7 Days to Die jedem ans Herz legen. Kann man solo gut spielen. Es ist ein gutes Spiel. Ich mag ja auch niemand Halloween ausreden, um Gottes Willen. So, ich würde mal ganz kurz die Energiezufuhr hier unterbrechen. What? Mhm. Ich muss mal ganz kurz die Energiezufuhr unterbrechen. Halloween kommt aus Amerika, ja. Ja. So ein bisschen Restenergie wird drin bleiben. So. Wir haben ja hier unseren, wie ist das? Das Äquivalent. Ist der Strom wieder an? Ja. Ich weiß nicht. Mit. Ach, Minjas, wie heißt denn das deutsche Äquivalent zu Halloween? Mit den. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne. Sagt Martin. Nee. Das ist doch anders. Toll. Das amerikanische weiß man, aber das deutsche fällt mir nicht ein. Sie sagen alles, kommt nicht aus Amerika, aber. Halloween kommt nicht aus Amerika, oh. Mag sein, keine Ahnung. Who knows? Ist jetzt genau. Auch wurscht. Ich hab jetzt, ich bin ready für Pflanzen und so. Ja, dann, du hast Pflanzkübel? Ja. 3 Stück. Also Pflanzenbeet, ja. Gut, dann brauchen wir am besten noch was um die Decke. Da brauchen wir hier so 10 von denen, würde ich sagen. Machen wir gleich 20. Warte, dann setze ich kurz die Sauerstoffstation und die Heilstation um. Dann setze ich mit Licht da oben dran. Was? Halloween kommt nicht aus Europa. Da haben wir einmal Licht. Oder war das doch St. Martin? Ja, kann sein. St. Martin ist Mantelteilen und alles gut, aber das hat doch Halloween ist doch. Mehr sowas Halloween, wie Fasching. Das wirkliche Halloween, 31. Oktober, ist amerikanisch. Wie das jetzt aufwissen? So, heilen. Drehst es jetzt einfach um, ne? So, Sauerstoff. So, ich habe das mal ein bisschen anders gestellt, wie du gerade siehst. So, dann lass uns mal runtergehen, wenn du den Stuff hast. Ja, ich habe alles. Los, auf. Warte, ich nehme nur die Blöcke hier raus. Ich habe auch Licht nochmal mitgenommen für den Abgang. Braucht man jetzt eigentlich dieses Ehenplasma? Hm? Ich glaube, du kannst Medizin noch herstellen und. Ja. Warte mal, so, ich muss mal erstmal. Ach, eine. Das soll denn hier. Ah, verstehe. So, wir müssen auf jeden Fall hier oben noch ein bisschen was wegnehmen von der Decke, weil das muss mindestens 2 Abstand haben. Das heißt, du bist eingeladen. Mit die Decke abzubauen. Wie denn? Naja, wie viele Pflanzpötte hast du denn, sagen wir es mal so? 3 Pflanzpötte. Dann ja, machen wir Action. Ich hab nur,
Okay. Ich hab nur drei. Warte, dann müssen wir. Wie machen wir das am besten? Warte mal. Nehmen wir hinten nochmal was weg. Ja, genau. Oh. Genau, wie sieht denn das aus? So. Aber wir können das auch anders machen. Ich habe eine Idee, pass auf. Geh mal kurz bei. Mal zack, 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 da. So. Das hat schon seine Richtigkeit. Jetzt müssen wir noch eine Deckenhöhe weg. Ich baue das gleich wieder weg. Dein Frauchen sagt, laut Wiki kommt Halloween aus Irland. Aus Irland, okay. Warte mal, das war dumm, was ich gemacht habe. Wer hätte es gedacht? Aber das passt hier noch nicht. Nee, nee, es muss auch noch eins höher. Ich muss noch um eine. Ich muss noch um eine Stufe höher. Habe ich ihn gesetzt? Ich glaube ja. Will er denn. Ach so, jetzt hier. Habe ich ihn. Merkwürdig, ja. So muss passen. Wir müssen es ja verbinden mit der Basis, sonst hat es keinen Strom. Ja, ist auch besser, dass du das nochmal wegmachst. So. Boden ausgedengelt. Mhm. Wir können jetzt das hier nehmen. Na? Ja, das ist hier. Okay. Ja. Wo soll ich denn jetzt die Kübel setzen? Das sind nur drei Stück. Einer rechts, einer links. Nee, mach mal hier drei breit. Also, wir machen drei die. Breite. Ups. Also über die komplette Breite. Warte, ich mach weg. Du willst es jetzt ausfräsen, meinst du? Ja, ja. Hä? Also, weil eine Pflanzlampe reicht für. Neun Stück, wenn man die in die Mitte setzt. Das kann man ruhig. Ja. Ah. Die Felder müssen auch relativ groß sein, also wenn du nur wenig pflanzt, macht das überhaupt gar keinen Sinn, du brauchst schon echt. Ich hab kein Dampfdingens mehr. So, setz mal hier dran. Ich muss mir jetzt Dampfdingens besorgen. Gebe ich dir, habe ich dabei. Nein. Setz mal hier die Pflanzkübel ran, bitte. Ja, mach ich. Mach ich sofort. Jedes Mal suche ich das. Hallo, mal hier, Achter. Dampfer. Shit. Kein Halbblock mehr. Naja. Wo bleibst du? Ja, doch. Mach doch nicht immer so eine Hetze. Und wo ist jetzt, wo ist es gelandet? Da. Ach, da sind ja nur sechs Stück. Na, sag das doch. So. Wow. Man bricht sich hier ganz leicht die Füße, weißt du das? Ja, du bist zu leicht praktisch und fällst nicht schnell genug über die Kante rüber, so dadurch hebst du ab. So, einfach hier vorne in die Ecke reinsetzen, hier in den Zacken, wo ich stehe, hier. Und dann weiter raus Richtung Wand, also einfach so eine Reihe. Genau, und passt der noch hinten dran? Weiß ich noch nicht. So. Ach, das kann man so schlecht setzen mit... Zack. Warte, hier hat's gepasst. Da. Passt. Warte, ich sehe nichts. Aha. Muss noch den einen ein bisschen freilegen. So. So, an denen hängst jetzt die Pflanzlampe, wenn du sie hast. Jo. Oh, das war die falsche Reihe. Moment, Moment. Ah nee, passt doch, ist richtig. An wo hänge ich jetzt die Lampe? An die letzte Strebe, die ich gebaut habe. An die letzte.
Also die Richtung Wand geht. Hier, guck da. Ich zeige jetzt direkt drauf. Ja, der da, ne? Ja. Hättet ihr nicht Nein, das eigentlich noch einen passt. weiter rein? Wegen 3x3? Also. Nee, der leuchtet ja, also ein Fleck in der Mitte, im 9er Block stellst du dir vor, in der Mitte, wie auf dem Ziffernblock auf der 5. Genau, der leuchtet, siehst du jetzt auch, der leuchtet genau die 3 Kübel und würde nochmal 3 Reihen hier Ah, rüber 3, 3, ausleuchten. ja. Genau. Ja, doch, ja, klar, stimmt das dann, ja. Das passt soweit. So, ich habe dabei Tomaten, Tomaten sind immer Weizen. gut. Mit Tomaten und Fleisch kann man eine schöne Konserve machen. Kommt hier gleich hinten hin. Zack. Genau. Mais und Weizen. Ja, wir müssen dann später, wenn die Felder größer sind, muss man auch ein ganzes Feld mit Wasser entsprechend anlegen. Na, Also, sollte ich noch was hinpflanzen oder nicht? kannst du tun, wie du möchtest. Also, Weiß ja nicht, ob wir man die können später ja. zum Beispiel wieder rausholen kann oder so, Ja, deswegen. man kann das ernten und kann aus den geernteten Früchten, wie sagt man, aus dem Ist geernteten jetzt. Gemüse, Kannst du kann noch man mal wieder in Seeds? Ja. Verbindung mit, glaube ich, Dünger, kann man nochmal Seeds machen. Neue. Dann. Ja, weiß ich nicht. Sag du an. Soll ich noch ein paar reinhauen oder lassen? Ja, ich meine jetzt im Endeffekt, das Feld ist sehr klein. Also mit diesem kleinen Dreifeld machst du nicht wirklich, was er bringt nicht viel. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wir können dann irgendwann die nächste Seite noch machen. Ja, wenn wir daran weiterspielen am Spielstand, in der Hoffnung, dass der kompatibel bleibt, können wir definitiv, ja. Habe die jetzt gepflanzt. So. Cool. Ed. Du hast ja nichts gesagt. So. So, ich habe nochmal das Ding hier zugemacht und ich würde sagen, wir machen auch hier eine Wand noch rein. Ups. Na, jetzt komm. So. So. Und. Hä? Kann ich nicht hier oben? Ah, da komme ich nicht hin. Aha. Da, 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 da. Ein bisschen die Decke freilegen. Jetzt komme ich jetzt an die Kante, bis der Rauch sich verzieht. Jetzt sehen wir es. So. Das langt ja so, oder? Du musst ja nicht, du musst ja keine Tür rein. Das ist doch ganz gut. Oder? Noch. Ach, nur eine runter. Sieht doch toll aus. Jetzt musst du aber hier in der Ecke noch einen reinmachen. Ja. Wie sieht denn das aus sonst? Langt schon. Weiter. Ja, das passt. Warte mal, ich mache das jetzt richtig pro. Passt. Okay. Ja, da können wir noch lange dran weiterbauen, ne? Man hier auch so ein bisschen überwuchern Linias, lassen? benutzt du ein Rode NT-USB-C? Ich verwende es. Oh, hör auf! Da ist es. Sehr praktisch, muss ich sagen. Ich kann es ja mal umdrehen. Da, so schaut es aus. Da. Ich spiele jetzt so weiter. Nee, ich kann es sehr empfehlen. Ich hatte vorher ein AKG, auch sehr, sehr gutes Mikrofon gewesen. Das hat jetzt Wackelkontakt am USB-Stecker gehabt. Und ich habe mir hier die Spinne geklemmt. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Platz unter dem Mikrofon. Und ihr habt auch die Möglichkeit, bei dem Mikrofon hier unten könnt ihr nochmal einen Kopfhörer anschließen und das Ganze Probe hören. Ihr hört mich wahrscheinlich jetzt nur schlecht. Und es wird ein bisschen knacken. Und da könnt ihr das Ganze Probe hören. Aber das brauche ich nicht. Also ich habe offene Kopfhörer. Da höre ich eigentlich sehr gut. Quiek, quiek, quiek. Ja, kann ich sehr empfehlen. Ist es Geld wert. Braucht man kein teures Audio-Interface. Was ja auch nochmal zusätzlich Geld kostet. Ich meine, jetzt 180 Euro kostet das so knapp. Sind jetzt auch nicht gerade wenig, aber ich finde halt, bevor man sich ein NT1A holt, so was die meisten YouTuber besitzen und so weiter, und dann noch ein Audio-Interface dazu, sehe ich jetzt, um rein Sprache aufzunehmen, keinen Sinn drin. Muss man sagen. Also für den Preis finde ich es echt super. Ich hatte vorher auch eins, das hat auch ungefähr so viel gekostet. Wirklich auch sehr stabil gebaut. Der Popschutz ist nicht so gut, finde ich. Der ist zwar zweckmäßig, aber er lässt trotzdem Luft durch. Also ein echter wäre da besser, aber ich habe es jetzt in meinen Aufnahmen noch nicht gehört, dass es irgendwie gepoppt hätte. Von daher passt's.
Also ich bin sehr zufrieden. War ein guter Kauf. So, Minjas. So, ich würde sagen, wir sind am Ende, oder? Aber warte mal. Ja? Wie kann man das drehen? Was sag drehen? Mal? Mit so. Ja, entfernen. Ja, ja, doch, ja. Kann ich unten nochmal ein Licht reinsetzen? Ich finde es hier schon arg dunkel. Also das finde ich doch jetzt mal stylisch. Vielleicht nicht gerade hier so perfekt, aber... Ja, warte mal, müssen wir noch ein bisschen Stein wegnehmen. Und hier hinten machen wir das. Aber wir können das, auch nochmal bei Gelegenheit hier umbauen, dass wir wirklich Räume haben, weißt du? Ich finde es nicht so schick, wenn man das einfach so... Hier, ich habe ein bisschen die Couch voll gekrümelt. Es tut mir leid. Guck's dir an. Hier ist dann... Essensecke, genau. Na ja, gut, hier muss man sich ein bisschen reinquetschen, oder? Ich glaub, naja, ich fand's jetzt da an der Seite, aber irgendwie noch günstiger. Das stimmt. Ach, der schießt wieder. Bumsi schießt wieder. So, ich mach das, was ich gleich auch machen werde. Ich schmeiß mich hier aufs Sofa. Genau. Ach, schön. Machen wir jetzt auch. So, dann wir hören uns gleich nochmal oben in der Laberecke. Ich würde sagen, wir machen es wie beim letzten Mal, dass wir uns jeder von unseren Zuschauern verabschieden können. Ja, machen wir doch. In diesem Sinne, ihr Lieben, wo ist der Strom an? Irgendwas stimmt nicht. Also, jetzt ist der Strom wieder an. So. Geht wieder. In diesem Sinne, Jorles, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Danke euch. Und auch an die Zuschauer. Danke, Slash. Genau, für die Moderation. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Wir machen uns jeder mal stumm. Und beziehungsweise ich gehe ganz kurz runter in einen Kanal und dann haben wir uns gleich nochmal. Also auch an die Zuschauer von Jorle. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Und bis gleich. Bis dann. Und bitte. So, ihr Lieben, da sind wir alleine. Ich mach mal den Pausebildschirm rein. So, dann speichere ich ganz kurz ab, bevor ich das vergesse. Spiel gespeichert und raus. Da sind wir im Hauptmenü. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe es ja gerade, Jorl hat es auch schon gerade gesagt, vielen, vielen Dank an den Schroffel, auch an den Sanko für die Moderation. Vielen, vielen Dank an alle, die heute neu subscribed haben. Vielen, vielen Dank an alle, die mir die Treue gehalten haben, so über so lange Zeit. Die weiterhin meine Subscriber sind, die weiterhin viel Spaß haben, auch alle, die nicht Subscriber sind, sind natürlich herzlich willkommen. Es ist keine Verpflichtung, mir zu subscriben. Es wird immer Videos umsonst geben. Und ihr könnt auch mal bei YouTube vorbeischauen. Für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, würde es mich sehr freuen, wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaut. Den nächsten Livestream, weiß ich nicht, wann es den gibt. Ich werde ihn wie immer versuchen anzukündigen. Ich streame aber auch spontan unter der Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wir haben 2:30. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Schlaft gut. Erholt euch gut. Eine ruhige Arbeitswoche, eine ruhige Schulwoche. Vielleicht auch, wenn ihr frei habt, eine einfach erholsame Woche. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute Abend. Und ich freue mich auf den nächsten Stream wieder, wo wir vielleicht ein bisschen weiterspielen können oder auf jedes andere Spiel. Also, in diesem Sinne, einen schönen Abend, eine gute Nacht und viel Spaß auf YouTube oder beim nächsten Livestream. Ciao.